So, Vincent Griechmeier, der die letzten beiden gewonnen hat. Sie wissen, dass Vize-Weltmeister war in Ore. Er führt im Super-G-Weltcup. Wie geht er das an? Du, es wird darauf ankommen, wer am wenigsten dort bremsen muss. Wer es gelingt, mit am wenigsten Bremsen da durchzukommen, der wird ganz früh stehen. So, Achtung, Achtung. Sauber fährt er da. Sauber. Das sieht alles großartig aus. Jawohl. Hier 1400stel besser als Crawford. Aber jetzt kommt es drauf an. Achtung. Passen. Springt weiter und jetzt pass auf. Jetzt musst, ja, angestellt und jetzt hat er nur mal angestellt. Und geht's ja aus. Muss irgendwie auch dieses blaue Tor erwischen. Passt. Das sieht nicht gut aus, aber das wird bei keinem richtig gut aussehen. Dazu steht das zu weit rechts, oder? Richtig, ja, ist einfach brutal zugemacht, hat er da das mit hohem Tempo hin und so um die Ecken. Da kommt auch besser her. Schau, braucht nicht mehr nachkorrigieren. Ist jetzt schon deutlich vorne. Jetzt gehen wir. Vinzi, gehen wir. Ich leg was vor. Ach, da wird's eng ein bisschen. Das haben wir gesehen bei Crawford. Haben wir noch eine Zwischenzeit jetzt irgendwo? Jetzt kommt schon eine. Ja, auf 6 Zehntel ist er vorne. Jetzt, hier ist noch eine vor dem Ziel. Ja, Sekunde ist gut. Eine Sekunde. Aber wie gesagt, erst Einläufer im Ziel. Walter Meja, Kaviezl, alle ausgeschieden. So, das wird natürlich jetzt eine klare Bestzeit. Aber wenn du ihn fragst, Vince, wie war die Fahrt? Der wird da nicht sagen können, gut oder schlecht. Er wird sie nicht einordnen können, weil eben noch nicht weiß, wie es den anderen gehen wird. Und jetzt haben wir mal eine super Zeit. 19:41. Wie oft werden wir diese Zahlen heute noch wiederholen? Das ist die große Frage. Vincent.